Liebe Zuschauer, wir müssen euch herzlich begrüßen. Wir sind auf dem Festival Yeniraki Speed of Istanbul. Unser Team: Peter Fiewig, Malvina Fitko und Michael Kaune. Und wir schauen jetzt mal rein, was uns hier erwartet. Essen, tanzen, fröhlich sein. Dazu lädt das Yeniraki Spirit of Istanbul Festival ein. Unsere Reporter haben es sich schon an einem Tisch gemütlich gemacht. Hinter uns die Skyline von Istanbul. Und wir sitzen hier an so einem Tisch, genau wie er da aussehen könnte. Mit den Vorspeisen und natürlich mit dem Rake. Warum heißt das Löwenmilch? Ja, warum heißt das Löwenmilch? Eine Erklärung wäre dafür, so trinkt man den Rake, so sieht er natürlich noch im Original aus. Und wenn man den mit Wasser auffüllt, dann bekommt er erst diese Färbung und dann sieht er aus wie Löwenmilch. Frage an euch, habt ihr schon mal Rake getrunken? Einmal, aber ich denke, dass es heute eine ganz besondere Premiere ist. Weil hier in Kreuzberg beim Spirit of Istanbul. Ja super, dann würde ich sagen, zum Wohl, ne? Prost! Ja? Gerne mehr! Damit das gemeinsame Feiern noch mehr Spaß macht, traten viele Livebands auf. Unter anderem waren dabei Jupiter Jones, die Band Balkonoid spielte bis die Socken qualmten. Für den komödiantischen Teil sorgte der Komiker Murat Topal, mit dem wir anschließend ins Gespräch kamen. Ach, diese Jungs, aber sind wir ganz lieb. Bitteschön. Neben mir steht jetzt einer der Stars des heutigen Abends, Murat. Murat, was erwartet dich heute hier? Ja, ne, gutes Essen auf jeden Fall, mindestens ein gutes Getränk und ich habe auch das große Vergnügen aufzutreten und die Leute auch, sag ich mal, so ein bisschen zu unterhalten. Und der Rest, ja, von dem Rest lasse ich mich überraschen. Du bist ja geborener Neuköllner, geborener Türke. Ist das heute ein Heimspiel für dich? Naja, also zumindest sind wir in meiner Mutterstadt, ja, wie man so schön sagt. Und da ist halt dann bekanntermaßen doch am schönsten. Und ja, Berlin. Wir wissen ja alle, Gott sei Dank, dass Berlin ja ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen ist. Und so eine Veranstaltung hier ist natürlich auch mal ein guter Anlass, dass man ja in positivem Sinne zusammenkommt. Danke. Dankeschön. Dann kann ich ja jetzt auch noch eine ganz wichtige Frage stellen. Ja. Und zwar, was unser Publikum am meisten interessiert ist, was erwartet uns in Zukunft? Hast du ein neues Programm? Was planst du für 2015? Naja, ich werde versuchen, mir treu zu bleiben, aber es gibt viele neue Sachen. Es wird zum Ende des Jahres ein neues Programm geben. Es ist so, dass ich mich ja schon immer sehr vielseitig mit vielen Dingen beschäftigt habe. Sport war auch immer eine Sache davon, ja. Und auch da gibt es so ein paar Ideen, dieses vielleicht, also das Schaugeschäft und ich sag mal Fitness im weitesten Sinne, thematisch auch eventuell zusammenzuführen. Es wird in Kürze ein paar Clips von mir zu sehen geben, ja, im Internet, die zum Teil auch musikalisch sind. Die ein oder andere Parodie, Persiflage, auf die ich mich schon sehr freue. Und wie gesagt, auch ein neues Bühnenprogramm. Ja. Und ja, thematisch ist es halt so, es gibt ja aktuell viele Dinge, die natürlich mich auch gerade mit meinem Hintergrund beschäftigen. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es wird Zeit, sag ich mal, auch gerade im Zuge dieser ganzen Islamdebatte und so weiter, da vielleicht auch noch mal ein bisschen noch mal anzugreifen, ja, im positiven Sinne. Und wahrscheinlich, es könnte sein, dass ich bald auch einen Aufruf starte, und zwar zum Lach-Dschihad. Lach-Dschihad, da sagst du bitte auf jeden Fall Bescheid, das ja. Klingt spannend. Lachen wir uns tot? Ja, also bis kurz davor auf jeden Fall, das ist der Plan, ja. Alles klar, klingt vielversprechend. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß euch. Noch. Euch auch. Hier sind wir jetzt in dem Areal, wo live gekocht wird. Und wenn ich jetzt hier hinter mir schaue, hier werden jetzt die Fladenbrote, die Gößlemmer, sehr richtig frisch gemacht, von Hand gemacht.
Jetzt bin ich hier in einer Ecke, da bin ich besonders gerne, nämlich bei den Süßigkeiten, bei den Desserts. Und hier sehe ich so ein paar richtig leckige Sachen. Ganz lecker, mit Schokolade, mit Mandeln, Baklava mit Walnüssen. Jetzt muss ich direkt mal fragen, was ist denn Baklava? Baklava ist ein sehr bekanntes türkisches Dessert. Das wird aus verschiedenen Teigschichten gemacht und dann übergossen mit Sirup. Und zwischen den Teigschichten sind Walnüsse, wie hier zum Beispiel, oder Mandeln, Pistazien, klassisch, genau. Okay, dieser Teig, was ist das für Teig? Blätterteig oder? Das wird, der wird ausgerollt, aber ganz dünn, sodass man fast schon durchsehen kann. Und dann wird das geschichtet. Das sind dann teilweise bis zu 100 Schichten, die dann gemacht werden. Und das sieht man dann auch, wenn man reinbeißt. Okay, also bis zu 100 Schichten habe ich gerade gelernt. Und dann, wenn dann noch Schokolade dazwischen ist, das muss eigentlich lecker sein. Und das würde ich jetzt direkt mal probieren. Vielen Dank. Baklava mit Schokolade. So, und jetzt direkt vom Marktplatz des Spirit of Istanbul Festivals. Im Hintergrund spielt jetzt noch Jupiter Jones. Die Stimmung wird besser und besser und wir begeben uns jetzt gleich mal auf die Pirsch und finden raus, wie es denn dem Publikum gefällt. Was meinst du dazu? Ja, ich denke, hier sind ja wahnsinnig viele kulturelle und kulinarische Köstlichkeiten aufgebaut und jetzt müssen wir uns einfach mal unter das Volk mischen und gucken, wie das ankommt. Na dann, los geht's. Jetzt noch ein paar Berliner Stimmen hier unter den Gästen. Was hat Sie heute hierher getrieben? Wir sind mit Freunden hier und wollen einfach mal ein bisschen Party haben, ein bisschen einfach mal mit verschiedenen Kulturen zusammenkommen und genießen die Nacht hier. Ja. Die Nacht ist noch lang, aber die Musik ist schon auf dem Höhepunkt. Sie sitzen immer noch bei den kulinarischen Genüssen, da kann man sich kaum losreißen. Ja, es ist alles wunderbar, wir genießen es hier total. Es ist eine super Stimmung und die Leute sind total begeistert. Wir fühlen uns wohl. Ich sehe schon hier Lea Taylor. Darf ich fragen, wie der geschmeckt hat? Wunderbar, es war total lecker. Was haben Sie gegessen? Na, dieses Mese 3, da war alles dabei. Und da ist nichts mehr. Schmeckt sehr gut, wie türkisches Essen allgemein, bin ich der Ansicht. Und deswegen sind wir auch in erster Linie gekommen, wegen des Essens. Danke. Hello and welcome to the Spirit of Istanbul Festival. Hallo und herzlich willkommen zum Spirit of Istanbul Festival. How do you like the event? So, how do you like the event so far? It's very nice. It's very much people. It's very nice to be here and to be with the Turkish culture. You know, yes, it's very nice. Also ihm gefällt es schon mal sehr gut. Er sagt, das ist viele nette Menschen, sehr viele Menschen, gutes Essen und besonders spannend findet er den Kontakt mit der türkischen Kultur. What is your favorite? What has been your favorite thing tonight? The food. Das Beste war das Essen. Essen. And from the music, do you have a favorite from the music? Yes, the music is most of all, it's not really my style, but it's really relaxing for us, for my friends. It's really nice. Okay. It's so nice. Also die Musik, sagt er, ist sehr schön, entspannt, nicht ganz seine Richtung, aber dafür einfach entspannt, schöne Atmosphäre und ja, klingt doch schon mal gut. So, da sind wir wieder mit dem Hauptsponsor des Spirit of Istanbul Festivals, mit Yeni Raki. Ich werde mal kurz ein paar Fragen dazu stellen, ob das Festival so geworden ist, wie es gewünscht war und wie seine Eindrücke sind und wie er das so wahrnimmt. Hello, thank you for having the time for us. Thank you. How do you like the event so far? Is it what you expected? Yes, I think the turnout is great. Lots of people are here eating and enjoying music. So we are very happy, actually. Also, er ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es sind viele Leute gekommen, die Laune ist gut, die Musik ist toll, es wird gegessen und getrunken. Oh, by the way, das könnt ihr ja schneiden.
Da fällt mir ein, es ist mir auch aufgefallen, hier wird wirklich viel gegessen und getrunken. Und da habe ich mich umgeschaut und muss feststellen, es ist ein Festival, wo der Eintritt kostenlos ist und die Preise für das Essen und Trinken sind wirklich moderat. War das Absicht? Ist das Zufall? Woran liegt's? I found out this is a festival with a free entrance, yes. But then when I look at the prices for food and drinks, it's really low price. I actually was a little bit surprised. How come? Well, because we want to make Yenirakı food and music available to everybody. And actually, that's how you do it. So we want everybody to enjoy Yenirakı, everybody to come here and, you know, enjoy music Yenirakı together. Ja, dahinter steckt dann tatsächlich eben die Idee, dass Yenirakı Essen und Trinken für alle erschwinglich sein soll, dass auch Familien und alle Menschen einfach hierher kommen und das genießen können. Eine tolle Idee. A great idea. Thank you very much for that. Thank you. Jetzt habe ich hier Gülcan an meiner Seite. Sie moderiert den heutigen Abend. Du hast vorhin gesagt, die letzten Jahre, da waren erst ein paar Leute da, dann waren 2000 da. Heute ist das Ziel 6000. Mittlerweile, ich glaube, wir haben es um 9 Uhr rum. Was glaubst du, schaffen wir es heute? Ich glaube, heute so zur späten Stunde gegen 22, 23 Uhr kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie die 5000 auf jeden Fall schon mal knacken. Und ich hoffe, dass am Ende nochmal ein schöner Tausender oben drauf kommt. Also es ist unheimlich voll. Die Leute haben echt Spaß. Wir haben aber auch echt tolles Essen, tolle Getränke, super Künstler auf der Bühne. Ich finde, die Mischung ist auch wirklich schön. Also so ganz abgefahrene Musik trifft auf deutschen Pop und dann haben wir türkischen Comedian. Und es ist einfach eine schöne, bunte Mischung, tolles Essen und alle sind hier einfach Kinder, Familien, Pärchen. Es ist echt ein cooles Event, es ist toll geworden. Ich gebe dir in allem total recht, also 100% stimme ich da zu. Das klingt, als wärst du super zufrieden. Also ich bin wirklich so, dass ich echt mir immer wünsche, dass die Events, die ich moderiere, auch beim Publikum ankommen, dass das Publikum tanzt, mitlacht, Spaß hat und dass es einfach ein positives Event ist. Und wenn es so ist, dann freue ich mich wirklich doppelt und ich merke einfach hier, dass die Leute Spaß haben und das mag ich dann natürlich auch, wenn man auf der Bühne steht und dann mit den Leuten spricht und die lachen und machen mit und sagen, ja, wir wollen Musik, ja, wir wollen dies, wir wollen das. Das ist natürlich super und ist echt ein gelungener Abend. Ich glaube auch und ich glaube auch, der Spirit of Istanbul ist absolut übergesprungen bei den Zuschauern. Eigentlich ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank und dann noch einen schönen Abend. Dankeschön, euch auch. Danke. Wir sind jetzt im Tanzbereich, also ich frage, wie gefällt Ihnen diesen Abend? Das gefällt uns sehr, sehr gut. Es kann jedes Jahr stattfinden, einfach toll. Super, danke. Was habt ihr heute gemacht? Wir haben Raki getrunken nur. Gegessen. Und getanzt. Sind hier viele Ihrer Freunde? Ja, die sind fast alle da. Der Tisch. Ist auch da. Die sind alle da. Wir freuen uns jedes Jahr darauf. Wie genießen Sie diesen Abend? Wir finden es sehr angenehm. Das Essen war gut, die Musik ist gut. Nur das Hintergrundrauschen, das ist schon arg störend. Also sonst ist es sehr schön. Neben mir stehen jetzt zwei Herren der Gäste hier. Wie gefällt es Ihnen heute hier? Ah, super, herrlich. Sind Sie auf Ihren Genuss gekommen heute Abend? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Raki ist unsere Kultur und hier schöpfen wir das aus ohne Ende. Raki, gute Freunde, gute Stimmung. Hat dir die Musik auch so gefallen? Naja gut, wir sind andere Sachen gewohnt. Ich sag mal, nicht solche Musik, sondern wir haben eher so die türkische zu Raki. Aber es lässt sich ertragen. Es geht. Aber der Spirit of Istanbul, bei Ihnen ist er übergesprungen. Ich sehe gerade, die Gläser sind schon fast geleert. Ja, natürlich. Ja, besser auf jeden Fall. Sie sehen es doch. Dann zeigt uns doch mal, wie man es richtig macht. Richtig. Wir hören so schöne Musik, ja? Dann essen wir gleichzeitig, dann machen wir so... Wir sagen Scherefe. 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 Ja. Und ich bin seit 2 Monaten hier. Ich bin in Berlin. Super. Aber Berlin gefällt mir sehr gut.
Wir reden gleich noch ein bisschen, wir können gerne gleich noch ein bisschen über Berlin reden. Dann trinke ich mit euch auch einen Raki. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich bin auch gleich. Ja, danke. 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 Oh, bis gleich, ja? Bis gleich, tschüss. Wir waren jetzt auf Festival Spät auf Istanbul. Es war toll und geil. So viele Leute, Multikulti, gutes Essen und auch gutes Raki. Ja, kann mich nur anschließen. War eine tolle Veranstaltung, lecker Essen, sehr guter Raki und genau das, was damit bezweckt werden sollte, nämlich alle an einem Tisch, also eine gute Stimmung, gute Freundschaften, tolle Leute. Hat mir gefallen. Ja, bei mir haben die Geister von Istanbul auch eingeschlagen. Wahnsinnsstimmung im Saal, die Leute waren mit Raki rundum zufrieden, das Essen hat geschmeckt, die Musik hat dazu gepasst und es hat alles gestimmt. Kann ich nur bestätigen, ging mir genauso und ich habe auch wahnsinnig viele nette Menschen aus aller Welt kennengelernt, unter anderem zwei nette Türken, die da drin immer noch tanzen und genau das werden wir jetzt auch machen.